Es ist Samstag. Willkommen zurück zu Alan Wake 2, dem Spiel mit Alan Wake. Wir sind im Ocean View Hotel, nicht Motel. Und wahrscheinlich gleich in Schwierigkeiten, wenn ich hier über irgendwelche Dinger falle. Und eigentlich will ich nur diese Eingangshalle in ein Spukhotel umwandeln, was bestimmt alles wesentlich besser macht und angenehmer. Wenn hier vorher schon zigtausend Geister rumgelaufen sind. Naja, super. Ja, also das, oh, die Tür hat ja so ein... Warum hat die so einen gelben Dings ringsherum? Da ist so ein Goldrand. Oh, da funktioniert der Fahrstuhl wieder. Aha. Aber können wir in den sechsten Stock fahren? Oder ging das schon immer? Und ich hab's einfach noch nicht gerafft. Wenn Bündnis Konzept mag, wird der Resident Evil lieben? Ah, ich weiß nicht. Okay, hier oben gibt's, glaube ich, nichts mehr, oder? Hab ich für hier oben überhaupt eine Karte? Ich habe für hier oben aber sowas von gar keine Karte. Kein Gang zur Himmelsbrücke. Aber wir können hier also nichts in dem Sinne tun, außer dass hier ein Projekt da oben steht und wieder das Projektionszeug. Okay, dann können wir jetzt eigentlich nur runterfahren. Interessant, dass dieser Fahrstuhl auch Musik hat. Obwohl, ich war tatsächlich jetzt mal nur im Fahrstuhl, der wirklich Musik hatte. Ich habe mal wieder gerne erzählt, dass das eigentlich ein Ding von Filmen ist, dass Fahrstühle Musik haben und das gar nicht stimmt. Aber ich tatsächlich schon mal in einem war, der wirklich Musik hat. So, gut, dann sind wir wieder hier. Also, außer dass es jetzt hier wesentlich uncooler aussieht und irgendwie ein bisschen unheimlich. Ist das Kabel? Das ist wie eine komische Kabeltrommel. Ich habe im ersten Moment tatsächlich daran gedacht, dass das hier so eine Zündschnur ist für so Sprengung. Weil die so komisch geformt war. Also, die formt, die färbt. Hey, gut, dann machen wir hier nochmal einen kleinen leisurely stroll den Gang entlang. Ja, ja, bestimmt. So, hier ist leider immer noch nicht offen. So, ne? Jetzt muss noch die Musik in die Szene reinschreiben. Ja, das würde natürlich helfen. Hm. So, dann haben wir hier hinten noch die Endszene. Das ist bestimmt eine super Idee, dass die letzte Szene zu verflucht umzuwandeln. Ich meine, was soll schief gehen? Ah ja, die ist immer noch genauso zu wie vorher. Aber es hängen noch mehr Dreiecke rum. Warum immer diese ganzen Neonlichter eigentlich herkommen, die hier überall verwendet werden? Gut, aber ich glaube, im Großen und Ganzen können wir jetzt wieder noch oben. So, 104 waren wir schon. Hier ist noch eine Tür. Oder welche Schatten die hier rumnerven. Na, dann gehen wir wieder zurück und gehen zum Ballsaal. Und hoffen nicht direkt erschossen zu werden. Aber hier kommen bestimmt gleich wieder die Clownsviecher raus, oder? Es geht gerade erstaunlich problemlos. Ich bin übrigens sehr, freue mich jetzt schon darauf, wenn ich dann im Nachhinein mir durchlese, wie das alles zusammenhängt und was ich alles übersehen habe an Details. Hatte ich aber Control dann auch gemacht. Da habe ich eigentlich jede Notiz gefunden, die man irgendwie finden konnte. Um denn. Oh. Der Kult im Stück hieß Kult des Baumes. Mit ihren Hirschmasken waren seine Mitglieder die Hinterwäldler Echos des urbanen Horrors, des Kults des Wortes. Ja, die Hinterwelt. Ah, schön, dass die direkt so genannt werden. Na gut, dann bauen wir den Ballsaal doch mal im Verflucht um. Was soll schon schief gehen? Vielleicht, dass ich laden muss und die ganze Munition abholen. Oh. Und ob es ernst wird? Ich erkannte meinen Autorenraum auf der Bühne. Oh! Stimmt, mit den Dings. Ich habe ihn übrigens nicht sofort erkannt, weil ich nicht durch bin. Ich fürchtete die dadurch entstehenden Ideen beinahe. Schönes Setting. Welche Szene fand in diesem Raum statt? Wir nannten das den Autorenraum. Im Stück schreibt der Teufel dort die Realität neu, während Gott schläft. Der Teufel war die Hauptrolle. Ich konnte eine Berühmtheit dafür engagieren. Sein Method Acting war perfekt für die Rolle. Er fiel nie aus der Rolle und trug stets seine Kultmaske. Auf den Plakaten wurde sein Name durchgestrichen. Und die mysteriöse Berühmtheit. Lassen Sie mich raten. Alan Wake. Ich wünschte, ich könnte es Ihnen sagen. Aber es gab so viele Masken. Wer er auch war,
Es passierten immer unheimliche Dinge in seiner Nähe. Einige in der Crew scherzten, dass er der echte Teufel war. Oh, Mr. Scratch als der Teufel. Geboren für diese Rolle. Ich musste Casey dabei zustimmen. Ah, ja super. Neues Handlungselement, der Teufel. Folge den Spuren des Teufels. Ach du Scheiße, Ja, ja. Lass mich doch mal in der Ruhe. Ah! Puh. Ach, das gute, sichere Licht. Wie schön. So, kann ich den Ballsafe direkt von hier umbauen? Ah ja, kann ich. Ich kann ihn aus meiner Sicherheit umbauen. Dann machen wir jetzt der Teufel. Dieser Strang würde etwas Schreckliches in der Szene auslösen. Aber die Geschichte braucht es. Muss ich euch jetzt alle über den Haufen schießen? Ja, gut, dass hier dieser praktische Raum steht, mit dem ich mich mal hochheilen kann. Ich kann dir die Weine meiner Geschichte. Ich verlor ihn aus den Augen. Das kostet mich wahrscheinlich auch immer eine Taschenlampenvorräte, wenn das jetzt weitergeht. So, haben wir es jetzt geklärt? Oh, guck mal. Das ist aber selten, dass sie liegen bleiben, oder? Oh, da ist noch einer. Gut. Hätten wir das ja auch. Wir haben nicht mehr ganz so viel Taschenlampe. Oh. Hm. Noch mehr lustige. Schön übrigens, dass sie hier übel die Kritzeleien haben, aber die Kultzeichen sind absolut perfekt an die Wand gemalt. Gar kein Problem. Naja, da sind die lustigen Kultisten. Das ist ja schön. Verfolge die Spuren des Kults. Oh, warte mal, wir könnten mit der Taschenlampe. Das habe ich nicht geschrieben. Scratch verhöhnt mich. In seinem Zimmer wird er ihr wehtun. Fand ich schön, finde ich, dass die rote Taste rot ist. Die rote Taste rot ist, genau. Dass die Enter-Taste, also ja doch, ist die Enter-Taste rot ist. Und die Carriage Return? Einer von beiden. Ja, nee, gute, super. Das ist, ist doch, was nicht noch. Naja, wichtige Munition, nachdem ich gerade gut Dinge verbraucht habe. So, haben wir hier den Balsam. Rechts war doch... Oh, das hat wesentlich größere Auswirkungen als gedacht. Okay, gut. Sein Zimmer offensichtlich nicht, aber ansonsten liegen jetzt hier erstaunlich viele Leichen rum, die vorher irgendwie nicht so da waren. Ich hätte nicht gedacht, dass das... Ja, aber der Partyraum ist unberührt. Der ist immer noch genauso... Naja, wie er halt vorher aussah. So, hier... Wo war denn der verdammte Proberaum? Ich meine Orientierung hier. Der Proberaum ist ein Raum weiter. Und dann gebe ich es danach auch noch was im Gang im oberen... Ist das der Gang im Erdgeschoss? Gang im ersten Stock. Achso, wir sind im ersten Stock. Das ist okay. Ah, scheiße. Habe ich Schrott und Munition nachher gekriegt? Natürlich nicht. So, renne ich jetzt wie ein Trottel einfach in den nächsten Raum, verändere die Zähne und gucke, was passiert? Mein Raum sieht jetzt schon nicht gut aus. Und das wird bestimmt nicht besser, wenn ich aus dem Proberaum den Teufel mache. Mein Werk beeinflusste die Realität. Naja, welche Realität jetzt? Also hat das jetzt zu den echten Casey-Mörder-Kult geführt? Achso, jetzt mal wieder. Achso, ja klar, das ist ja der Proberaum, hat ja das Ding gehabt. Das war ja der Übergang. Oh, wir finden eine Notiz. Das war nicht der Ritual-Tatort, nach dem ich suchte. Achso, es war lediglich der Appetitanreger vor dem Hauptgang. Ah ja, der Appetitanreger. Ja, das ist ja auch der Proberaum. Da würde man ja auch... nicht direkt das Ende erwarten. Ach, scheiße. Was ist denn hier? Oh, das ist so ein schwarzer Dingsbums. Ich habe in dem Raum da vorne noch nichts... letztes Mal keine Dingens gefunden, ne?
kein Hinweis, ob Pfeile dahin sind. Ach du Scheiße, das viele. Ja, okay, das sei. Dürfte das gerne ohne mich machen. Ja, das weiß ich. So, müssen wir wohl in den ins Erdgeschoss zur letzten Szene, nehme ich mal an. Also sollte es so einfach sein. Aber da kommen wir ja nicht durch das Hotel hier ziemlich schnell durch. Das ist ganz schön viel Blut hier, ne? Die amerikanischen Toten. Ich glaube, Cyanid nutzen die selten, oder? Die Mörderkulte sind doch meistens ein bisschen. Ich hatte irgendwie nur was Neues über Südamerika gelesen. Ich weiß gar nicht, ich habe schon vergessen, welches Land, aber da hatten, die hatten irgendwie auch so einen komischen kleinen zwangsmäßig veräußertes Gift-Dingens. Also Kulte hat man irgendwie doch öfter mal. Oder man denkt auch immer gerne an die lustigen südkoreanischen Kulte. Das sind die christlichen Sekten dort vor Ort. Oder aber auch die japanischen. Also hier unten ist ja auch wieder alles. Ne, das war vorher schon so kaputt, ne? Das ist, das wird gleich erstmal richtig schlimm, wenn ich jetzt die Eingangshalle in der Teufel ändere. Naja. Der Pfad des Teufels im Treppenhaus war blutüberströmt. Ey, jetzt gibt's das Treppenhaus. Jetzt gibt's das Treppenhaus. Das sind wirklich viele Leichen. Okay, dann speichern wir mal kurz nochmal ab, bevor ich mich hier auf große Tour begebe mit meiner. Ja, ich vertraue einfach drauf, dass ich nochmal. Ach du Scheiße! Oh, ich hab eine. Ich hab meine Signalpistole nicht nachgeladen. Ja, gut, gut. Ich hol mal zwei Schuss Schrotflinte nach. Vielleicht könnten wir die noch gebrauchen. Das scheint mir ja doch gerade hier so wie ein akuteres Problem zu sein. Jetzt habe ich 21 Schuss raus mitgenommen. Das wollte ich ja wieder gar nicht. Klink. So. Dann stellen wir die wieder zurück. So, dann können wir jetzt wieder rausgehen, guten Gewissens mit zwei Schuss Schrotflinte. Kann alles noch gut werden. Ich höre eine neue Erinnerung, wahrscheinlich im Treppenflur. So, gehe ich jetzt da hoch oder gehe ich zur letzten Szene? Weil hier oben ist doch eigentlich. Achso, jetzt kommen wir jetzt bis nach ganz oben in den sechsten Stock. Cold Case? Ah ja. Also im Buch. Da oben ist die Erinnerung, also wahrscheinlich einfach nur die Erinnerung, mit der wir runtergucken. Das heißt, ich habe auch noch gar nicht die letzte Szene auf Verflucht gemacht. Wahrscheinlich muss ich dann wieder den kompletten. Ich finde hier die Präsenz einer neuen Idee. Ah ja, gut, ich bin also in der falschen. Also ich bin in der richtigen Reihenfolge gegangen, aber ich hätte noch einen Ort mehr gucken können. Oh. Achso, warte mal, ich hätte vielleicht hochgucken sollen statt runter. Das wäre vielleicht wesentlich logischer. Scratch. Mr. Scratch, falls das der Schauspieler des Teufels war, war im Hotel geblieben. Super. Als ich an der Rezeption fragte, gab man mir eine Zimmernummer. 666. Er hatte explizit diesen Raum gefordert. Der Teufel hatte Sinn für Humor. Oder eben nicht. Jedenfalls war es lustig. Dem Regisseur zufolge pflegte er keinen Umgang mit den anderen Schauspielern. Er erschien stets in seiner Rolle, nur des Stücks wegen. Ja, super, ist doch schön, dass sich da jemand so hingegeben hat. So, finden wir jetzt eine neue. Ach, jetzt sind wir wieder im zweiten Stock, oder? Natürlich, nee, wir sind wieder im ersten Stock, das ist ja noch viel schlimmer. Warte, was? Wir sind im sechsten Stock. Okay, warte mal, dann gehe ich nochmal kurz runter. Weil der Teufel blieb im Hotel. Das klingt doch eigentlich so, als würden wir jetzt erstmal wieder runtergehen wollen und schauen, ob wir da unten nicht noch was finden. Ich habe ja auch noch das Licht bei, was ich aus dem einen Raum mitgenommen habe. Wobei noch nicht so richtig klar ist, warum ich das eigentlich überhaupt mitnehmen konnte. Man davon fitter wird, wenn man im
im dunklen Ort die Treppen hoch und runter läuft. Ich kann mir fast vorstellen, dass nicht. So, dann machen wir jetzt hier zum 108 nochmal die letzte Szene. Ist jetzt der Teufel. Bin ich mal gespannt. Ah, super. Ah ja. Please do not disturb. Ah ja. Das, ich dachte erst, das wäre ein Artie-Song, aber ist es nicht. Okay, wir brauchen wahrscheinlich noch eine Szene mehr, um hier weiterzumachen. Dann müssen wir doch die Treppe hochrennen. Hilft ja alles nichts. Ich gucke die ganze Zeit schon, ob einer von diesen Räumen wieder offen ist. Oh. Der Teufel schritt durch das Hotel und machte den ganzen Ort zu einer Hölle. Der hat sogar Augen. Und so ein Gesicht. Ja, lass dich hier nicht stören von mir. Ich muss hier nur eben die Treppe hochrennen. Der dunkle Ort irgendwie vorsieht, dass man hier... Kann ich hier irgendwie noch so ein Wort erkennen? Hä. Achso, angeblich habe ich übrigens 4 Lichter dabei, sehe ich gerade. Oder 5 sogar. Also ich habe die ganze Zeit die Lichter behalten. Vielleicht sogar 6. Ich brauche die halt irgendwie nie. Das ist halt ein bisschen komisch, dass ich halt so viel Licht immer mitnehmen kann an jeden... Also ich habe ja das Licht an jeden Ort immer mitgenommen, wo ich nur kann. Und diese Mechanik wird halt irgendwie nicht mehr gebraucht. Und dadurch, dass ich die auch nicht zurücklassen muss, die Lichter, habe ich halt wirklich viele Lichter mittlerweile auf Tasche. Okay, gucken wir uns erstmal diesen Flur hier an. Also diese Etage sieht noch ein bisschen mehr nach Wasserschaden aus als die davor. Na gut, das, wenn wir bedenken, dass wir auf dem Boden eines Sees, der kein See ist, sind, ist der Wasserschaden ja eigentlich recht verständlich, oder? Hm. Ne, nur lauter Do-Not-Disturb-Türen. Oh. Wo geht's hier noch hin? Ach so. Diese Tür 667. Warte mal, die 665, wie sieht die eigentlich aus? Die 665 existiert nicht. Die müsste ja hier sein. Weil das war ja der Raum von Thomas Zane. Oder ist die hier irgendwo? Nee. Ich muss gleich nochmal einen Screenshot machen von der Szene. Ich fürchte, dadurch, dass es hier so einen Fotomodus nicht gibt, dass ich den Shot nicht richtig framen kann, ist es leider so ein bisschen halb verschwendet. Oh, warte mal, die Uhr ist auf einer anderen Uhrzeit. Guck mal, die ist 3:15. Das ist ja ein Ding. Warum ist denn die Großvateruhr auf einer anderen Zeit? Aber die ganzen Räume hier im 6. Stock sind alle irgendwie recht dicht. 666, 668. Ja gut, dann bleibt uns ja auch nichts anderes übrig, als zum großen bösen Raum zu laufen. Ich blende mich mal kurz aus Screenshot-Gründen. Das ist halt alles aus dieser Schulterperspektive, das ist ein bisschen schade. Wir sind wieder im Balsam. Scratch war hier gewesen. Ich konnte seine flüchtige Präsenz im Raum spüren. Mir kam wieder etwas Mörderisches in den Sinn. Reden wir über das. Reden wir über das. Ich muss mitten in die Dunkelheit treten, um das andersrum sehen zu können, oder? Alter. Die Dunkelheit ist so dicht. Oh. Dass ich nicht mal reinschauen kann. Aber ich kann... Achso. Okay. Reden wir über das Mordopfer. Die Lady, die am Höhepunkt des Stücks getötet wurde. Die weibliche Hauptrolle. Es war eine Ehre, mit ihr zu arbeiten. Eine wahre Grande Dame. Sie blieb lange hinten.
und sie beharrte darauf, das verschollene Originaldrehbuch gesehen zu haben. Und dass sie mit dem Autoren zusammen gewesen sei. Das war ihre Rolle in dem Stück. Die Muse. Sie wohnt in Raum 108, wo der Mord passierte. Das Set der letzten Szene. Genau. Der Teufel erscheint, eine unaufhaltsame Macht, die durchs Hotel und jede Szene stürmt. Mit verheerender Überlegenheit auf der Suche nach seiner Muse. Wie sich herausstellte, kannte er sie. Er nahm nur am Stück teil, um zu ihr zu gelangen. Um sie zu ermorden. Du schon wieder. Ah ja, nee, super. Gut, spannend, dann machen wir beim nächsten Mal weiter. Ciao.